Hallo meine werte Community und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Leider nicht so schönes Wetter, aber ich hoffe, das ändert sich bald. Nächste Woche soll es wieder schöner werden. Dann haben wir hoffentlich einen schönen Juni. Ja, ich habe für euch eine richtig coole Geschichte am Start. 20 Minuten lang, sehr episch, sehr gruselig. Ich dachte, ich gönne meinen Bösewichten endlich mal etwas, was ein bisschen länger ist. Ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Und mehr bleibt auch gar nicht zu sagen. Ja, genau. Doch eine ganz kleine Sache. Wir haben gestern tatsächlich um 15 Uhr spontan gestreamt. Also es kann sein, dass wir auf Twitch jetzt hin und wieder mal spontan streamen. Ansonsten werde ich euch das bekannt geben. Denn wir werden vermutlich auch etwas öfter streamen als nur einmal. Und ja, genau. Aber ich werde euch die Tage dann nennen, wenn es soweit ist. Wenn ein offizieller Stream am Start ist, dann werde ich euch das auch vorankündigen ein paar Tage vorher. Ansonsten kann es halt mal sein, dass wir auch mal spontan streamen. Hatten aber trotzdem, glaube ich, gestern 80 Leute, was echt, echt krass war. Und das hat mich mega gefreut. Und ja, einfach folgen, dann bekommt ihr das auch immer mit. Und ja, das war es im Grunde auch schon. Wie gewohnt, ganz, ganz viele Herzchen an die Leute, die Däumchen nach oben drücken, die immer etwas in die Kommentare schreiben. Ihr wisst Bescheid, das bedeutet mir viel. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich mal wieder alles beantworte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichter. Es fing alles damit an, dass mein Vater das alte Auto im Wald fand. Ich war damals auf einer Universität und weder er noch meine Mutter erzählten mir davon, als es passierte. Stattdessen warteten sie damit, es bei einem Willkommensessen auf eine angespannt lockere Art und Weise zu erwähnen, die offensichtlich überhaupt nicht locker war. Wie Eltern, die die Nachricht, dass sie dein Zimmer in ein Büro umwandeln oder dass sie nach reiflicher Überlegung beschlossen haben, sich für eine Weile zu trennen und zu sehen, wie die Dinge laufen, leise verkünden. Ich konnte die Nerven in der Stimme meiner Mutter hören, als sie es zum ersten Mal mit einem knappen kleinen Lachen ansprach. Sie hatten es mir wohl noch nicht erzählt, aber vor ein paar Wochen hatte mein Vater ein altes Auto gefunden, das verlassen auf der Rückseite unseres Grundstücks stand. Oder vielleicht, fügte Vater hinzu, war verlassen nicht das beste Wort. Immerhin lagen zwei Leichen darin. Ich erinnere mich, dass ich mich ein wenig an meinem Drink verschluckte. Mein erster Gedanke war, dass ich mich verhört hatte oder dass sie sich einen Scherz mit mir erlaubten, obwohl das für meinen Vater untypisch zu sein schien. Ein Blick in sein Gesicht und dann in das meiner Mutter sagte mir alles, was ich wissen musste. Sie meinten es ernst. Und mehr als das. Sie schienen besorgt oder vielleicht sogar verängstigt. Ich fragte, worüber sie redeten, wie so etwas passieren konnte. Und mein Vater erzählte mir, dass die Polizei sagte, dass es sich um ein Ehepaar handelte, das seit über 5 Jahren vermisst wurde. Die Arbeitstheorie war, dass er sie auf die unbefestigte Zufahrtsstraße gefahren hatte, die an der Rückseite unseres Grundstücks entlang lief und dann in die Bäume abbog. Von dort aus hatten sie sich irgendwie einen Weg durch den Wald gebahnt, bis sie in der 100 Hektar großen Wildnis hinter der Farm waren. Land, das wir in diesen Tagen nur noch selten betreten. Im September jenes Jahres hatte mein Vater begonnen, an manchen Nachmittagen im Wald spazieren zu gehen. Bei einem dieser Spaziergänge fand er eine alte braune Limousine, die zwischen zwei Bäumen eingekeilt und mit einer so dicken Schicht aus Schmutz, Pollen und Tannennadeln bedeckt war, dass er sie nicht einmal als solche erkannte, bis er nahe genug herankam, um sie zu berühren. Und erst als er auf die Scheibe spuckte und einen Fleck wegwischte, konnte er die Leichen im Inneren sehen. Keiner von ihnen sagte viel mehr, als dass das vermisste Paar im Inneren tot war und dass alles sehr seltsam und traurig gewesen war. Als ich das ansprach, wechselte meine Mutter das Thema und zwischen dem und einem abweisenden Blick meines Vaters ließ ich es fallen. Erst als mein Vater und ich ein paar Stunden später auf der Veranda saßen, brachte er es wieder zur Sprache. Tut mir leid, dass ich da drin so vage war, wegen, du weißt schon, dem Auto, das ich im Wald gefunden habe. Ich sah mich verwundert um. Weniger, dass er mit mir darüber reden würde, als vielmehr darüber, wie er sprach. Ein leiser, fast geheimnisvoller Ton, der immer noch schwer von einer Art Spannung durchzogen schien, die ich nicht ganz verstand. Nicht, dass das Finden von Leichen in unseren Wäldern nicht unheimlich wäre. Aber 2 Monate später wusste ich nicht, warum sie es immer noch so sehr betraf. Aber ich begegnete einfach seinen Augen und nickte. Kein Problem, Papa.
Ich hielt einen Moment inne, testete unsere Beziehungsebene, bevor ich weiter darauf einging. Also, was ist mit Ihnen passiert? Mein Vater hob die Augenbrauen, während er einen kleinen Atemzug ausstieß. Ich weiß es nicht genau. Die Polizistin nannte es einen Mordselbstmord. Und vielleicht ist das auch alles, was es war. Aber sie taugen nicht viel mehr als Strafzettel und das Beenden einer Kneipenschlägerei. Ich denke, wenn es von irgendjemandem einen Aufstand gegeben hätte, wäre es vielleicht genauer untersucht worden. Aber so wie es war, nun, die Leute haben ein paar Wochen darüber geredet und dann war es erledigt. Er nahm einen Schluck von seinem Bier. Zumindest für die meisten Leute. Papa, wer hat wen umgebracht? Und wie? Waren sie von hier? Er schüttelte den Kopf. Nein, sie stammten nicht einmal von hier. Sie kamen von irgendwo östlich herüber. Keine Familie, von der ich wüsste. Und auch keine Anzeichen dafür, was sie hierher auf unsere Farm mitten im Nirgendwo geführt hat. Mein Vater leckte sich nervös über die Lippen. Die Polizei hat festgestellt, dass der Mann eine Frau getötet und sich dann selbst erschossen hat. Ich runzelte die Stirn. Du bist wirklich vorsichtig, wie du dich ausdrückst, Vater. Ist es das, was du glaubst, was passiert ist? Was hast du gesehen? Er drehte sich um und warf einen Blick durch das Fenster, um sich zu vergewissern, dass Mutter noch drinnen war und fernsah. Du darfst es ihr gegenüber nicht erwähnen. Sie liebt diese Wälder und es war schon schlimm genug, dass ich ihr sagen musste, was ich überhaupt gefunden habe. Ich habe ihr die Details erspart und wenn ich es dir erzähle, musst du schwören, dass du ihr nichts davon erzählst. Ich weiß, dass ich sie nicht viel über den Waldrand hinausdränge, aber wir genießen es und das will ich ihr nicht verderben lassen. Verstehst du? Ich nickte, während ich einen zittrigen Atemzug nahm. Ja, natürlich. Ja. Er tätschelte mein Bein und nickte, während er mir ein kurzes Lächeln schenkte. Okay, gut. Aber dann verschwand das Lächeln so schnell, wie es gekommen war, und sein Ausdruck wurde wieder hart und besorgt, als er seine Worte an mich durch die Nachtluft schickte. Ich war draußen spazieren und dachte darüber nach, einen Weg zu finden, den ich in einen sitzsicheren Weg für deine Mutter verwandeln könnte, als ich diesen Haufen von etwas durch die Bäume zu meiner Rechten sah. Das war dann das Auto, und wie gesagt, ich spuckte und wischte am Fenster der Fahrerseite, bis ich ein wenig hineinsehen konnte. Ich sah, dass Leute drin waren, was aussah wie ein Mann, der seinen Kopf auf die Schulter einer Frau auf dem Beifahrersitz legte. Aber es war immer noch sehr dunkel darin. Ich hätte noch mehr von dem Dreck und den Blättern und so weiter wegräumen können, aber als ich die Leute drinnen sah, bekam ich Panik. Ich griff nach unten und riss an der Tür. Zuerst ging sie nicht auf. Nicht, weil sie verschlossen war, sondern weil sie klemmte. Die Polizei sagte, dass Leichen, die in solchen Autos verrotten, eine seltsame Versiegelung erzeugen können, die es schwer macht, sie zu öffnen. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und in meiner Aufregung und Panik hatte ich wohl immer noch Angst, dass jemand verletzt oder bewusstlos sein könnte. Also riss ich wieder an der Tür. Und dieses Mal ging sie quietschend auf. Die Leichen waren wohl verrottet, aber auf eine seltsame Art und Weise. Sie waren nicht eklig oder so, und sie erinnerten mich eher an Mumien als an Skelette, obwohl sie irgendwie fette Mumien waren? Sie sahen mehr wie Menschen aus, als ich erwartet hätte, aber gleichzeitig auch seltsam. In dem Moment bemerkte ich die ganzen Schnüre. Da waren diese roten. Ich stelle sie mir als Fäden vor, aber sie waren eher wie Sehnen oder Lederstreifen oder ich weiß es nicht. Sie waren hart und straff gespannt, dünne rote Linien, die sich um die Handgelenke und Arme und den Kopf und nun überall um diese Leute wickelten. Ich dachte, es wäre vielleicht getrocknetes Blut oder Schimmel, aber als ich meine Taschenlampe herauszog, konnte ich sehen, dass es wie Fleisch aussah. Wie rohes Fleisch, das sich wie eine Schlange um sie gewickelt hatte, bevor es sich in den Schatten des Autos zurückzog. Ich leuchtete mit meinem Licht, um zu sehen, wohin die Fäden alle gingen, aber sie gingen nirgendwo hin. Sie blieben einfach mitten in der Luft stehen, an einem Dutzend verschiedener Stellen, die ich sehen konnte. Voller Spannung, als wären sie an etwas befestigt, das das Auto ausfüllte, das ich aber nicht sehen konnte. Ich griff nach einem von ihnen, nur um zu sehen, wie es sich anfühlte, als ich sah, wie es sich von der Schulter des Mannes zu lösen begann.
Es rollte sich auf und erhob sich, als ob es mir entgegenkäme. Also rannte ich los. Als ich zum Haus zurückkam, rief ich den Notruf. Habe die Polizisten hier getroffen und sie dann in den Wald geführt. Das Auto und die Leichen waren leicht zu finden. Aber all diese Schnüre? Sie waren alle weg. Sie sahen sich die Leichen an, bevor sie sie aus dem Auto holten. Einer von denen sagte mir, dass der Mann nicht nur seinen Kopf auf die Schulter der Dame gelegt hatte. Er hatte ihr in den Nacken gebissen, als er sich in den Kopf schoss. Ich habe danach keine weiteren Fragen mehr gestellt. Ich wollte danach nicht mehr wissen. Und ich habe nichts über das rote Zeug gesagt, das ich gesehen habe. Denn ich dachte, ich hätte vielleicht nur einen Schock und würde Dinge sehen. Am nächsten Morgen waren sowohl die Leichen als auch das Auto weg und... Ich schätze, das war's. Ich hatte erwartet, dass er lachen oder erleichtert aussehen würde, endlich jemandem zu erzählen, was er gesehen hatte. Aber er sah nicht weniger besorgt aus als zuvor. Da ich nicht wusste, was ich sagen sollte, begann ich mit der Frage, die mir am meisten auf der Seele brannte. Zum einen, weil ich neugierig war, und zum anderen, weil ich wusste, dass Vater nicht glaubte, dass er sich die seltsamen Dinge, die er in dem Auto gesehen hatte, nur eingebildet hatte. Also, was denkst du wirklich, was das rote Zeug war? Er schwieg einige Sekunden lang und starrte hinaus in das Mondlicht, das sich über den Hof erstreckte, und als er sprach, klang seine Stimme hohl und dünn. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich versucht, mir einzureden, dass es nichts war, dass ich es mir irgendwie ausgedacht habe, aber... Er zuckte mit den Schultern. Ich frage mich, was einen Mann dazu bringen würde, so etwas zu tun. Ich blinzelte, überrascht von dem Themenwechsel. Wer tut was? Seine Stimme war jetzt kaum mehr als ein Flüstern. Seine Frau verletzen. Ich wette, er hat sie geliebt. Und er hat es trotzdem getan. An ihr und an sich selbst. Mein Vater drehte sich zu mir um, seine Augen weit aufgerissen. Ich meine, er hätte es doch tun müssen, oder? Gab es jemand anderen, der es getan haben könnte? Hat die Polizei das gesagt? Er schüttelte langsam den Kopf, als ob die Bewegung fast mehr Anstrengung erforderte, als er aufbringen konnte. Nein, nichts dergleichen. Ich habe nur... Er seufzte. Ich bin so müde. Ich beugte mich vor, um seinen Blick zu erhaschen. Vater, geht es dir gut? Er schenkte mir ein schwaches Lächeln und nickte, während er langsam aufstand. Ja, sicher. Ich habe nur in letzter Zeit nicht gut geschlafen. Er senkte den Blick. Ich bin ein bisschen schlafgewandelt, wenn du das glauben kannst. Ich wollte noch mehr sagen, aber dann öffnete meine Mutter die Tür und fragte, ob wir bereit für den Kuchen wären. Fast hätte ich ihn wieder angesprochen oder ihr gegenüber etwas davon erwähnt, trotz meines Versprechens, das Geheimnis meines Vaters zu wahren. Stattdessen sagte ich mir, dass ich zu viel aus dem Ganzen machen würde. Insgesamt verhielt er sich wie er selbst, und er war ein Mann mittleren Alters, der seine Sorgen hatte, wie die meisten Menschen. Wenn das Schlimmste, was eine Midlife-Crisis mit sich brachte, ein bisschen Schlafwandeln war, denke ich, dass wir damit umgehen konnten. An diesem Sonntag umarmte ich sie zum Abschied und versprach, dass ich in der Woche vor Weihnachten wieder zu Hause sein würde. Ich schaffte es kurz vor Mitternacht zurück in meine Wohnung, und als ich einschlief, wusste ich bereits, dass ich meine Vorlesung verpassen würde. Am Dienstag war ich aber schon wieder voll dabei und auf dem Weg zur Arbeit, als ich einen Anruf von einer Nummer bekam, die ich nicht kannte, die aber die Vorwahl von zu Hause hatte. Als ich abnahm, stellte sich eine Stimme als ein Polizist namens Herr Parker vor. Sie erzählte mir, dass mein Vater irgendwann am Montagabend meine Mutter ermordet und sich dann selbst umgebracht hatte. Die 5 Jahre seitdem waren schwierig, aber wie bei den meisten Dingen hat die Zeit das Schlimmste verblassen lassen. Zumindest ein wenig. Ich denke immer noch jeden Tag an meine Eltern. Fühle mich schuldig, weil ich nicht mehr getan habe. Frage mich jeden Tag, was hätte passieren können, um Vater so verrückt werden zu lassen, wie er es getan hat. Aber zumindest hasse ich mich nicht mehr. Und der Schmerz, den ihre Abwesenheit hinterlässt, wurde durch das Kennenlernen von Martina und die Geburt unseres kleinen Mädchens gemildert.
Ich habe ein gutes Leben, an der Grenze zu einem großartigen Leben, wenn ich ehrlich bin. Und seit Monaten versuche ich gleichzeitig, den letzten Rest von Trauer und Schuldgefühlen, an denen ich festhalte, aufzugeben. Während ich dieses abergläubische Gefühl habe, dass wenn ich jemals aufhöre, traurig und aufgebracht darüber zu sein, mir all die guten Dinge, die ich habe, genommen werden. Ein Fluch dafür, dass ich mich nicht genug darum gekümmert habe, unglücklich zu sein. Vielleicht war ich deshalb, als ich ein Paket aus der Polizeizentrale erhielt, von einer Kombination aus Angst und perverser Freude erfüllt. Was auch immer es war ein Weg, alte Wunden wieder aufzureißen. Was es war, nachdem ich 10 Minuten darauf gestarrt und auf meiner Lippe gekaut hatte, war eine Notiz und ein Buch. Die Notiz war von dem Polizisten, mit dem ich am Telefon gesprochen hatte. Da stand nur: Das war das Einzige, was bei der Untersuchung des Todes deiner Eltern gefunden wurde, das keine biologische Gefahr darstellte. Ich habe alte Beweismittel aufgeräumt und dachte, du willst es vielleicht haben. Nochmals mein Beileid für ihren Verlust. Das Buch gehörte meiner Mutter, eine gebundene Ausgabe von Fremder in einer fremden Welt von Heinlein. Mit Tränen in den Augen öffnete ich es und wollte es nur durchblättern, bevor ich es wieder in die Schachtel legte. Die Handschrift meines Vaters auf dem Innenumschlag. Irgendwas stellt mich immer wieder im Schlaf zur Rede. Ich wache an seltsamen Orten mit seltsamen Gedanken auf. Ich fühle mich nicht mehr wie ich. Es ist schwer, etwas zu fühlen. Irgendetwas anderes als die. Meine Hände zitterten, als ich die Worte meines Vaters wiederholte. Ich holte tief Luft und begann die Seiten nach weiteren Schriftstücken zu durchforsten, als ich bemerkte, dass der mittlere Teil des Buches zusammengeklebt war. Ein dicker Teil der Seiten bewegte sich, als ich sie erreichte. Stirnrunzelnd versuchte ich, sie vorsichtig auseinanderzuziehen. Und nach einem Moment des Widerstands brachen sie in der Mitte auf und enthüllten das, was sie zusammenhielt. Es sah aus wie eine rohe, rote Wunde, dick und nass und mehrere Seiten in beide Richtungen durchdringend. Es hätte ein kleines, deformiertes Herz sein können, wenn Bücher so etwas hätten. Ich spürte, wie sich mir der Magen umdrehte, als das Licht die feuchte, schimmernde Oberfläche einfing. Und ich hatte den wahnsinnigen und entsetzlichen Gedanken, dass dies etwas war, was mein Vater getan hatte. Irgendeinen Teil von meiner Mutter hatte er abgeschnitten und in ihrem Lieblingsbuch versteckt. Aber nein, das war viel zu frisch. Und es bewegte sich. Ich warf das Buch quer durch den Raum und schüttelte mich, als ich nach draußen trat, um meine Gedanken zu sammeln. Es war Stress. Es musste Stress sein. Oder es war etwas, das in der Asservatenkammer gewesen war und auf das Buch verschüttet worden war, bevor sie es zurückgeschickt hatten. Ich musste es einfach holen und es wegwerfen. Es aus dem Haus bekommen. Das war die Hauptsache. Mit hämmerndem Herzen ging ich wieder rein. Martina würde bald mit dem Baby zu Hause sein. Sie braucht nicht zu wissen, dass das hier jemals hier war. Ich würde es einfach aufheben, zur Mülltonne bringen und ich blieb an der Haustür stehen und starrte auf das Buch, das in einer ausgestreckten Hand baumelte. Da waren keine zusammengeklebten Seiten mehr. Kein Anzeichen von etwas Seltsamem oder Ekelhaftem darin. Ich trat auf die Treppe hinaus und blätterte noch einmal durch die Seiten. Der Schriftzug meines Vaters war immer noch auf der Innenseite des vorderen Einbands, aber ansonsten war es einfach nur ein Buch. Kein rohes, rotes Grauen, das darauf wartete, mich zwischen den Seiten zu holen. Schaudernd bei der Erinnerung ging ich wieder in Richtung Mülleimer. Nichts hatte sich wirklich geändert. Ich wollte es nicht im Haus haben. Ich wollte nie wieder daran denken, wenn ich es verhindern konnte. Also wanderte es in den Mülleimer und in den nächsten Wochen schien alles in Ordnung zu sein. Bis ich anfing zu schlafwandeln. Ich wachte auf und stand in der Küche oder im Hof. Ich würde mich im Wohnzimmer hinsetzen oder mich bücken, als würde ich unter den Esszimmertisch schauen. Meine Muskeln waren angespannt und schmerzten, als hätte ich seit einiger Zeit Sport getrieben oder eine seltsame Position eingenommen. Aber ich hatte nie ein wirkliches Gefühl dafür, wie ich dahin gekommen war, wo ich war oder was ich im Schlaf tat. Vor 4 Nächten wachte ich in der Kriechkammer unter dem Haus auf. Als ich ein Licht fand, sah ich, dass ein Seil und ein Hammer darunter lagen, obwohl ich mich nicht daran erinnern konnte, beides jemals zuvor unter dem Haus benutzt zu haben.
Es machte mir so viel Angst, dass ich Martina überredete, das Baby zu nehmen und ein paar Tage bei ihrer Mutter zu bleiben. Ich log und sagte, ich würde krank werden und wollte nicht, dass unser Mädchen es bekommt. In den nächsten paar Nächten, wenn ich ging, merkte ich es nicht. Ich schlief viel und wenn ich wach war, fühlte ich mich unbeteiligt und fremd. Als meine Frau gestern anrief, um nach Hause zu kommen, sagte ich ihr, dass sie kommen soll, dass ich sie vermisse und sie zu Hause haben will, dass alles wieder in Ordnung sei. Als ich letzte Nacht aufwachte, stand ich über der Wiege unseres Babys, einen 20 Pfund schweren Stein aus dem Garten über den Kopf gehalten. Ich hätte entsetzt sein sollen, aber ich fühlte nur eine leichte Neugier. Warum waren meine Füße nicht schmutzig? Hatte ich Schuhe angezogen oder den Stein früher am Tag geholt? Ich wette, ich hatte vorausgeplant. Ja, vorausplanen war immer gut. Leise schob ich die Haustür auf und warf den Stein wieder nach draußen. Noch war nicht alles in Ordnung. Noch nicht. Ich konnte immer noch Sorgen und Angst in meinem Magen spüren, wie ein kleiner Mann, der schrie, als er von der Säure meines Bauches aufgefressen wurde. Ja, aufgefressen, bis nichts mehr zum Kämpfen da war. Als ich wieder ins Haus trat, sah ich Martinas Handy auf dem Tisch liegen, wo sie es liegen gelassen hatte, als sie nach Hause gekommen waren. Ich lachte vor mich hin, nahm die Hülle des Handys ab und ging in die Küche. Nach einem Moment des stillen Suchens fand ich in einer der Schubladen einen kleinen Filzstift. Als ich fertig war, setzte ich das Gehäuse wieder auf, so wie es vorher gewesen war. Niemand würde es merken, bis alles erledigt war. Als ich die Treppe zu unserem Schlafzimmer hinaufstieg, musste ich wieder kichern. Noch nicht, nein, aber bald genug. Bald würde alles ruhig sein und es würde gut, richtig und wunderbar sein. Ich dachte wieder an das, was ich in die Telefonhülle geschrieben hatte und lächelte in die Dunkelheit. Für eine Marionette sind Fäden Gott.